Mega Krabi, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pixelmon Let's Play. Jo, wir brauchen einen Backpack so langsam. Wir haben jetzt hier ein bisschen Sand in den Ofen getan und jetzt wurde es zu Glas. Sehr schön. Machen wir mal schon mal hier unten rechts hin. Und wir müssen noch ein bisschen mehr Eisen haben, also gehen wir mal meinen. So, in die Mine, die wir jetzt graben. Gut, jo, im letzten Part haben wir ein bisschen trainiert, die Pokémon ein bisschen höher geschafft. Es war aber ziemlich schwer, immer wieder jo, genug einfach Pokémon-Leben zu haben. Jo, also es ist ein bisschen schwer für den Anfang, oder? Genügend starke Pokémon zu haben, damit man gut kämpfen kann und trainieren kann. Aber jo, es läuft eigentlich immer besser und man muss halt einfach öfters wechseln und ein stärkeres Pokémon trainieren lassen, also kämpfen lassen. Und dadurch wurde unser Scorbunny zum Beispiel Level 8. Ja. War, glaube ich, Level 7 oder noch Level 6 am Anfang des Parts. Und ja, jetzt tun wir einfach mal kurz schauen, ob wir irgendwie gut Eisen finden hier. Es ist ja noch nicht so tief. Muss jetzt einfach mal schauen. Ungefähr bei 30 ist wahrscheinlich der beste Ort zum Eisenfarmen. Bei Ebene 30. So. Kohle haben wir auch schon mal. Okay. So. Jetzt gehen wir hier rechts. Und dann können wir Streetman hier, was ist das? Ein Fossil. Okay. Und zwar ein verdrecktes Juwel. Okay. Gehen wir mal hier schon mal in die Richtung. Sollte bald auftreten. Da. Sehr schön. So, gehen wir mal in die Richtung noch ein bisschen. Ich möchte nämlich irgendwie immer weiter nach Osten kommen. Und wenn ich jetzt in die Richtung grabe, oder? Und nach Norden, dann stelle ich mir so Street Mine und immer weiter nach Osten gelangen. Als nach Westen. Ich habe jetzt gerade gedacht, ja, lieber nicht nach Westen in die Nähe von unserer Villa dann. Es ist dort auch alles untergraben, irgendwann mal in hoher Zukunft. Wir müssen wahrscheinlich nicht so viel immer meinen. Aber wäre besser, wenn wir das so seitwärts gegen Osten machen. Weil die Seitengänge sind ja meistens nicht so lange, sondern eher die Gänge, die in eine Richtung führen. Ja, oder einfach mal, keine Ahnung. Oh, ein Stollen, cool. Ein Zubat. Also genug Ding haben wir, Nebulak, da muss ich aber das Pokémon dann wechseln. Ja, ich muss mal hoffen, dass Knuffins überlebt kurz. Kann ich mir fliehen, okay. Bitte schlaf, Puderwirk. Bin nicht verwirrt. Gut, es ist eingeschlafen. Und jetzt muss ich eigentlich nochmals wechseln, damit ich... Aber ich kann ja nicht mehr wechseln. Das ist keine Effektivität. Also es schläft ja. Oder schläft es nicht mehr? Superbar. Doch, schläft immer. Bitte nicht ausbrechen. Ich muss dich haben. Yeah, ich habe Nebulak. Weiblich. Okay. Wow. Hätte jetzt nie gedacht, dass ich hier unten ein Pokémon fangen kann. Okay, man kann es auch bauen. So, ein Kristall haben wir. Wir haben noch ein bisschen mehr Eisenerz. Wow. Ja. Wir haben bald einen Rucksack eventuell. Ja, jetzt habe ich einfach das Problem, dass ich kein Holz habe. Aber wir haben ja einen Stollen. Wieso habe ich kein Holz dabei?
Fackeln machen. Und Steinspitzhacke. Reicht doch aus. Mehr oder weniger. Nehmen wir das auch wieder mit. So, aber ich muss ja genügend Eisen haben. Also ich bräuchte eigentlich nur 2, stimmt, aber ich brauche 4 für den Rucksack. Und ich möchte ja mehrere Rucksäcke machen können. Ja, werden wir dann sehen. So, die Kohle nehme ich gerne noch mit. Ich werde hier auch nochmal einen Wegpunkt machen, weil so ein Stollen, der wird wahrscheinlich größer sein und ja, wir wollen ja nicht unbedingt so schnell wieder runterlaufen müssen. Habe ich nicht gesehen. So viel Gravel auf den Kopf gewonnen, das geht mal gar nicht. Boah, ihr werdet so erschlagen, wenn das im Real Life passieren würde. So, da fällt ja sowieso alles um. Okay. So, die nehmen wir natürlich schon mit. Ich hätte Lust, so eine Achterbahn zu bauen. Einfach nur, weil ich... Ja, denke. Ja, weil wir da nicht so viel machen und bauen können. Stolunia ist auch ein gut. Oh boah, Level 26. Das ist auch ein gutes Trainings-Pokémon, wo ihr wirklich viel Spaß hättet am Trainen. Ja, so viel Bruchstein war nicht. Gut. Ja, hier haben wir mal Loot. Was wollte ich? Silber, okay. Also, nehmen wir doch einfach das, was wir haben mit. Ist das Schwarzglanzstein? Okay, Dollen. So, ich bin wieder voll. Ich habe genug Eisen. Jetzt müssen wir unbedingt... Ja, so, 32 Eisen jetzt. Boah. Verdrecktes Juwel, Fossil. Dann. Reinlegen. Silikonerz. Dann haben wir irgendwo noch. Eigentlich haben wir schon. Aber ich mache sie mal hier rein. Die Blöcke. Da haben wir Kies, glatter Stein, Erde. Und irgendwas noch Goldblock. Ja. Und hier haben wir zum Beispiel Erde, grobe Erde. Ja, da muss ich die Sachen eigentlich auch. Ja, ja. Die Sachen nach oben tun. Und die Sachen rein. Schienen auch. Und Kohle. So. Dann haben wir schon mal genügend Eisen. Dann muss ich noch das Glas. Da. Okay, schauen wir mal die Tanks an. 2 Stück einfach noch erst. Ja, wäre ein Glas zu wenig. Wir brauchen wieder Holz. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen Holz hier raus. So, haben es mehr als genügend. Wir brauchen, denke, 2 Truhen. Wir brauchen Goldbarren. Wir brauchen Leder. Haben wir mehr Leder? Ich muss irgendwo Leder farmen kurz. An Leder ist es jetzt gerade. Sehr mangel, ja. Nur die Hälfte vom Leder, was wir überhaupt brauchen, glaube ich. Ja. Und dann brauchen wir noch ein Bett.
Ich denke, es geht ein Bett und nicht ein Schlafsack. Warte kurz, Schlafsack. Craften. Ist immer mit weißer Wolle auch. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen haben, hä? Da brauchen wir noch einige Zeit. So. Also, wir gehen auf die Wiese, wo die Mine ist. Und suchen mal Wollnis, oder wie sie heißen. Wollis. Und, was waren die anderen Pokémon? Ich weiß gar nicht, welches Pokémon wir besiegt haben für die zwei Leder. Aber hier auf der Wiese sollten die eigentlich spawnen. Gehen wir einfach mal in den Süden auch. Oder bleiben einfach kurz hier, bis die Pokémon spawnen. Es sind jetzt sehr wenige. Da vorne muss ein Pokémon sein. Das ist irgendwie so ein Schmetterling, okay. Da hinten sind ein paar gespawnt. Genau, die Visor, die geben doch Leder, oder? Oh, das ist noch. Baumball, du hast doch irgendwie nicht sehr effektiv. Immer, hey. Ja, gut. Baumball heißt du. Wie innovativ dieser Name ist, Baumball. Sagt ja nicht sofort, ne, ich bin Baumball. Oh nein, ich bin paralysiert. Ja, weiße Wolle. Gut, wir müssten eigentlich dann noch ein paar färben. Wir müssen noch ein paar mehr angreifen. Ich möchte gerne Jumper einsetzen und trainieren. Ein Raupi bringt nichts, also Fäden vielleicht oder so. Geweiher auch nicht. Radfratz könnte irgendwas geben. Ob sich kein Leder. Lechung. Ist ein Schwein. Aber Zickzacks geben doch immer guten Loot, oder? Funkensprung. Oh, paralysiert sogar. So. Knochen und Zickzackbriefe. Nein. Wieso Knochen? Radikal. Das ist irgendwie eine Blume. Fluette, ah, das ist eine Blumenfee, oder? Ist das ein Blumenkäferfee oder so sein? Mauzi ist zu hoch. Lil Mimnip. Ein bisschen speziell aus. Läuft das seitwärts? Blabebe. Also scheinbar noch kurz ein Loot hier drinnen. Ja, da drüben habe ich den Loot noch gelassen. Genau. So. Und Roselia. Ja, es spawnen gar nicht mal so viele Pokémon, die mit Wolle oder mit Leder zu tun haben. Ein bisschen Geduld. Die Jagd nach dem Leder. Jo, spawnen schon viele, aber sie brauchen immer einige Zeit zum Spawnen. Pipi. Also gehen wir mal schön nach Süden. Hören auf zu rennen und zu hüpfen. Sonst haben wir bald kein Brot mehr. Wir lagen am Hungertuch. Aber ja, ist natürlich auch immer ein bisschen doof, wenn wir so viel fahren müssen. So geil. So ein Bienenschwarm. Watribi. Heil. Eine schöne Wiese. Wow, ein schöner Baum. Krass. Gelbe haben wir auch, oder? Wir haben eigentlich alle Farben jetzt. Keine Ahnung. So, hier drüben sind ein paar gespawnt irgendwo. Die sind so klein, die sieht man gar nicht. Wummel. Ist auch irgendwie so ein. Keine Ahnung, was das sein soll.
Also hier hätten wir genug Sand. Sollen wir noch ein paar farmen? Ja, wir müssen hier noch ein bisschen farmen, stimmt. Okay. Das ist klar. So, noch eine Schicht. Echt. So, und dann haben wir wieder Pokémon-Spawns irgendwo. Da unten. Ein Pikachu. Wenn es nicht groß ist. Level 5. Also ich möchte gerne Daumenruppe einsetzen. Funkensprung. Hat ja auch Elektrobeast. Tja, ich muss es wirklich fangen. Ich bin zwar kein Pikachu-Fan. Ich priorisiere es jetzt nicht so heftigst. Nice to have und ja. Wir brauchen ja sowieso mehr Pokémon noch. Viel mehr. So, Saison Kids. Das da oben ist auch ein Pikachu. Nein, das ist ein Kokoma. Habe ich gar nicht gut erkannt. So, der Pompuli, den muss ich besiegen. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich da irgendwie was schaffe. Hat keine Wirkung, okay. Dann baut's. Eisenabwehr. Blattwerk natürlich, wenn es Boden-Pokémon ist. Ich habe jetzt ja gar nicht dran gedacht, dass das Pokémon ja ein Eselboden ist. Also Dampfwaldsense ist keine Wirkung gegen Flug. Ja. Mann, ich will das fangen. Ich will ein Esel-Pokémon. Diese Symbolik da unten links sehe ich ja fast nicht. Wer macht das so unten links in die Ecke? Ah, so ein Pampuli haben wir auch. Saisokids müssen noch ein bisschen warten. Haben wir denn noch Pokémon? Was ist das? Eine Blume. Auch so ein Blumengeist. Ist wahrscheinlich Pflanzegeist dann oder Feegeist. Was ist das? Blackmon, du gehst wahrscheinlich kein Lede. Hat selber einen Rettan gewesen. Was man nicht gut sah. Ja, aber spawnen keine Schaf-Pokémon und keine. Ja, da ist dieser Otter. Ich finde den irgendwie süß. Also ich finde irgendwie, Bamelin gehört eigentlich zu einer der süßesten Pokémon. Jetzt muss ich gerne mal schauen. Auch wieder Jampe einsetzen gegen ihn. Das wird ihn sofort töten. Nein! Und paralysiert! Yeah! Mann, ich drücke immer das falsche Symbol. Die Maus ist auch sehr sensibel. Okay. Ich hätte gerne ein Bamelin. Dankeschön. Ich hätte gerne das Fahrradketten-Pokémon. Oh, diese Ente. Picolent ist aber zu hoch. Das Pikachu auch. Schade. Ja, wir haben hier eins. Pipi und Pix. Zwei Pipi, okay. Ich dachte schon, Pixie wäre noch. La Pepe. Also. Hier müssen ja Pokémon spawnen, nicht hier drüben im Wald. Ich hätte gerne. Ja. Ein Wooly.
Mann, sonst sind die immer so herumgerollt. Ich hätte sie mehr besiegen sollen, da, dann dazu mal. Tja. Ich muss irgendwie die Spawn-Ticks viel höher machen. Aber es laggt ja jetzt schon gewissenhaft manchmal. Also einmal hat es geleckt. Kurz. Ja. Ich weiß gar nicht, die FPS sind 60, okay. In der Nacht, das ist ein radikaler Ratz, ja. Die Richtung eher nicht. Wir sind zurück. Ich glaube, ich habe die Vogelschwärme auch ein bisschen größer gemacht. Ich sollte sie nicht unbedingt so groß haben. Ist ein bisschen schade, dass hier gerade nicht so viel spawnt. Wie groß muss ich denn diesen Zyklus machen, damit überhaupt genügend spawnen? Was sind das für Pokémon? Wingurs. Wingurs, glaube ich, oder? Ja, das hätte ich wissen. Oh, Minun, hä? Ich könnte mit dem Knuffenster gleich mal kurz mit ihm kämpfen. Leiblich. Zugabe. Ich muss mehr Wickel einsetzen, glaube ich. Ach, schon wieder falsch. Superball. Solange wir Superbälle haben, fangen wir jedes Pokémon. 100 Mal. Nein. Ich glaube, früher war es nie so, dass man irgendwie Erfahrung bekam oder Items. Das ist auch gut, dann kann man die Pokémon besser fangen. Und hat auch den Loot, glaube ich, sogar noch. Ein Level 4 Trainer. Okay, den kann ich ja mal wagen. Ich liebe Käse, nichts ist schmackhafter. Etwas Käse zu essen, aber ich denke, dass ich war gerade dabei, etwas Käse zu essen. Ich möchte es kämpfen, ich war gerade dabei, etwas Käse zu essen, aber ich denke, das kann warten. Was soll Knuffenster tun? Den Araqua, der muss schlafen. Ja, sau cool. Ich habe sehr viel Spaß, der tötet mich so. Carpater, du schaffst das. Deckel. Och ja, dann werde ich mal diesen Käse essen. Du hast 64 Poké-Dollar. Sehr gut. Also, und der Train ist dann einfach weg. Und die hat ein Evoli-Kostüm an. Geil. Oh, Voltilam? Dann Bautz tötet es mal. Blattwerk. Dann hat Schattenstoß. Ich möchte dich eigentlich auch fangen. Probieren wir es einfach mal. Ah nein, ich brauche ja den Loot. Ich brauche den Loot. Also ich bin jetzt noch nicht sicher, ob es wirklich klappt, aber... Ich kann Voltilam immer noch... Nein! Okay, ich bin paralysiert. Genau, weiße Wolle. Aber ein bisschen mehr das nächste Mal, Voltilam. Ich müsste mich langsam heilen, also ich... Würde gerne noch in die Stadt gehen. Oder ein ganz kleines Zickzacks. Hallo. Das sind dieses Dorf.
gehen, aber das ist ziemlich weit weg, oder? Da ist aber etwas Besonderes noch, da will ich hin. Hier oben, nein, nicht diese Stadt. Dieses Dorf. Ist halt aber ein großes. Okay, wir gehen dort rüber und dann gehen wir dort noch zum Ding, wenn es klappt. Ja, nein, es ist schon 25 Minuten. Klappt leider nicht mehr. Aber das Boot können wir wenigstens verwenden. Kurz. Auf jeden Fall mal kurz. Jo, schauen wir mal kurz einfach, was das ist dort. Ja, jetzt ist gerade wieder ein bisschen laggy. Sind wieder Pokémon erschienen oder so? Egal. Die Performance in so Mods sind meistens gar nicht, ja, so gut. Also es gibt halt immer dann diese Ladezeiten, wo irgendwas erscheint. Wie das gespawnt wird oder so. Vielleicht ist jetzt einfach dieses Zeugs generiert worden, richtig. Blöcke erschienen und deshalb hat es kurz gelegt, aber ja, ob die Feine ist drin, also sollte eigentlich nicht lecken. Singelbeeren, Blätter. Gibt es hier irgendwie Singelbeeren dann dran? Qualotblätter. Okay, ein Kürbishaus scheinbar, Okay, ein Zaubertisch, sehr gut. Kann man leider jetzt nicht abbauen. Okay, interessant. Jo. Schön. Wo ist das Radfratz oder was das ist? Hier drinnen hinter den Steinen. Jo, also. Jo. Ich mach kurz einen Screenshot, dann gehen wir schon mal weiter. Hier ist so ein Pokémon. Das war's vielleicht. Nagelotz, okay. Und du hast so gesagt. Okay. Zickzacks nochmals besiegen. Nein, gibt dir nur Knochen. Ja, Knochen bräuchten wir vielleicht auch bald mal. Aber ja, jetzt gehen wir einmal um diesen Wald, denke ich mal. Ja, nicht unbedingt diesen Wald, sondern diesen Wald dort. Aber. Oh, hier ist ein besonderes Pokémon. Schuppet. Irgendwas mit Spittet. Und dort haben wir noch ein Boot. Das ist ein Anglerboot. Gehen wir mal drauf. Dort gab es ja guten Loot beim großen Anglerboot. Also beim Schiff. Fischerei und so. Aber hier, das war viel kleiner. Okay, das ist komischer Stein hier, glatter roter Sandstein. Ein Schiff, also. Okay, das zum Fangen von Pokémon. Dass sie nicht abhauen können. Ein hellblauer Postkasten. Oh. Ich wollte eigentlich nicht wie Glas kaputt. Ja gut, wenn man es nicht weiß, wenn es nicht geschrieben wird. Oh, aber doch gute Sachen. Eine Tree Perle. So. Eine Waschmaschine. Oh. Nochmal so eine Truhe. So.
Und dann gibt's nichts mehr. Jetzt bin ich leider runtergefahren. Vom Schiff gefallen. Nochmals auf. Und zwar möchte ich eigentlich hier hoch. Oh. Aber ist cool mit dem Schwamm. Okay. Gut, gehen wir weiter. Wir haben ja noch hier genau in diese Richtung das Portal. Jo, bis dann mache ich noch kurz. Aber Durst habe ich trotzdem noch. So lange reden, jetzt drei Parts lang, also ja, 1 Stunde und 30 Minuten reden. Das macht schon durstig. Oh, noch ein Boot, also ein Wrack. Geil. Und was für ein schönes. Gelbe Flöte. Was? Regen-Nugget. Blaue Flöte. Also, das machen wir im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Ich gehe noch zurück und alles abladen. Und im nächsten Part sehen wir uns hier wieder. Tschüss.